Ich habe keinen Führerschein. Das fängt ja super an. Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem eiskalten Vlog. Das ist das erste Video aus Amerika. Ich habe zweimal so ein Ski-Ding drunter, zwei Pullover. Ein bisschen freue ich mich, denn wir fahren mit dem neuen Bike. Das ist ja auch mal was Schönes. Viele haben gefragt, ob der Shop für Weihnachten nochmal öffnet. Ja, er öffnet. Und natürlich nochmal ein bisschen die Kette fetten. Davon braucht man nicht so viel. Chainloop von Motul, Offroad-Version, benutze ich gerne. Ja, komm, lass mal Moped fahren und nicht nur im Kreis. Lass mal nicht machen. Also es gab selten Motare. Ich kann nicht mehr brechen, Alter. Du hast einen Trocken. Ich will nicht mehr fahren. Wir sind 500 Meter gefahren. Ja, das reicht mir dann auch. Oh Gott, meine Finger. Wenigstens der Quickshifter gibt mir Energie. Willst du ihn einmal klingen hören? Ja, warte auf der Geraden. Let's go. Okay, Jungs, nachdem wir wieder angehalten haben, weil mein Sena wieder durch die Kälte abgeflogen ist und wir hier gerade bei Six Panzerband geklaut haben, können wir dann hoffentlich weiterfahren. Ich habe zwar gar keinen Bock, ich habe null Bock, will einfach nur nach Hause, will nicht fahren. Doch, willst du? Ich will nicht fahren. Stell dir einfach vor, es wäre warm. Stell dann mir geht einfach das. Vor, wie ich nicht fahre. Boah, lass mal nach Hause, Alter. Ist grün. Junge, direkt wird man hier angehoben. Benz AMG, 63 Coupé, Rapper ziehen. Runden am See. No joke. Ich würde gerne sehen, wie jemand einen Ball an den Kopf kriegt. Ja, geil. Es geht immer beschissen, aber es könnte jetzt auch eine Regenwolke kommen, die uns überrascht. Ja, dann könnte ich jetzt schon nach Hause fahren. Wäre das geil. Wie läuft eigentlich die Freundschaft mit Joy? Also ihr seid schon Bros, oder? Ich zähle sie zu meinen Bros wie dich. Er ist ja schon in deinem inneren Kreis, könnte man sagen, oder? Ja, hat sie schon geschafft. Ich will nach Hause. Du hältst dein Schnauze? WTF, Alter. WTF. Oh, Digga, was ist denn was jetzt was war das los? Denn, ey? Ey? Der hat mich auch voll assi überholt. Frag dir mal, was das soll. Das ist ein Spacko. Komm, wir fahren wieder vorbei. Ah, okay, hey. Feiert's. Ja, geil. Das ist doch mal cool. Erzähl doch mal was, Maurice. Ich will nach Hause. Da ist Polizei einfach auf Motorrad. Oh mein Gott. So, jetzt auch ganz korrekt grüßen. Och, Junge, wie auffällig kann man sein? Na, einfach nett sein, Digga. Ja, weißt du, was ich meine? Gerade, das war so auffällig, Bro. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich grüße ihn mir jetzt einfach. Ich weiß, wo wir hin können. Wohin? Nach Hause. Oh, oh. Oh Jungs, also das gibt's nicht. Oh. Boah, oh, scheiße, Alter. Das ist so kalt. Oh mein Gott. Seht ihr das? Das sind so Hagelkörner mit Schnee. Wir fahren einfach nach Monaco. Südfrankreich ist es jetzt einfach. Wie wär's? Let's go. Okay, Leute, es war kein Joke. Wir sind wirklich nach Monaco gefahren, weil hier einfach fucking 15 Grad sind. Oh mein Gott, ist das geil. Mit dabei haben wir El Minion. Was geht ab? Wie happy bist du? So happy. Warte mal. Bro-check? Wir sind Bros, also. Weißt du, die in Amerika machen? Die machen so. Dann machen die so. Ja. Oh, war das ein Nagel? Nimm mal kurz meine Hand, ich musste mich noch etwas verkünden. Und zwar musst du dich jetzt einmal drehen. Okay, noch einmal, weil ich muss euch sagen, dass der Barfusual Shop nochmal geöffnet hat. Und zwar jetzt für Weihnachten haben nochmal einige gefragt. Es gibt einen neuen Hoodie, das ist einmal dieser hier. Ich habe den gerade auch an, der hier ist allerdings jetzt pink, beziehungsweise lila. Ich habe den jetzt in rot an. Komm mal kurz mit, wir müssen den Leuten etwas zeigen. Und zwar habe ich ja immer noch meine alte EXC und wirklich, die lief die ganze Zeit nicht. Die lief nicht, weil der Kupplungsnehmer kaputt war. Hier in der Pumpe, da waren diese Gummis undicht. Kettenrad war runter, Kette war durch, Bremsscheibe hinten war am Arsch, Bremsbeläge waren Schrott. Auch der Acra war kaputt, aber ich habe natürlich alles für meinen Bro Joy gerichtet. Ja, ne? Bro, dieses Ding macht so unfassbar viel Lärm. Boah, geil, Alter. Oh mein Gott, das war ein GT3 Touring. Du kannst uns das jetzt mal kurz demonstrieren, weil das Ding macht so geile Fehlzündung. Oh mein Gott, du hast sogar ein Left-Hand-Brake, also falls du ein paar sicke Kombos raushauen willst, feel free. Weil ich hinten keine Blinker dran habe, was halt schon extrem auffällig ist, wenn die hinten nichts dran ist, habe ich die Blinker von der hier genommen und die hier hinten dran gemacht. Und ich glaube, das wird uns den Arsch retten. Geil, Lotus. Echt jetzt? Das ist ein Lotus Super 7. Ja, Joyce, dann demonstrieren Sie mir mal die Fehlzündungen. Jetzt. Das war Todesspaß. Boah, Junge! Alter, da kam eine Stichflamme raus gerade. Was wäre ein Moped-Trip ohne unseren Frauenheld David Boss? Sorry? Okay. Perfekt, ja. Yeah. Thank you. Der schon die ganze Zeit auf uns hier wartet. Was machst du denn hier? Ach, du bist es. Guten Tag, wie geht's, wie steht's? Gut.
Scheint sich sehr zu freuen, hier auch zu sein und so. Der ist gerade voll depressiv, oder? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, ja, dann können wir jetzt endlich Moped fahren. Warum hat er gewunken? Weiß es nicht, aber ich habe zurückgewunken. Da hat einer Lichthupe gemacht. Noch einer? Ah, ja. Das ist Motorradpolizei. Ah ja, hier, guck mal. Nein, ich habe keinen Führerschein. Scheiße. Bonjour. Das fängt ja super an. Was? Okay. Und ich glaube, das wird uns den Arsch retten. Bonjour. Junge. What? Kommen wir mit, hey? Aber hier? Wir dürfen weiterfahren, Bruder. Hä? Achso. Ist okay. Ja, die haben gelasert hier. Die anderen, die waren zu schnell. Wir waren zu schnell? Okay. Hä? Nicht die haben nur geguckt, ob wir Blinker und so haben, aber ich habe ja für alles gesorgt. Ich dachte jetzt, okay, das war's jetzt. Erster Tag auf der EXC und ich kann direkt nach Hause fahren. Das wäre geil gewesen, oder Joy? Nein, das wäre nicht geil gewesen. Leute, ich habe keinen Führerschein. Recht. Gott, Boris, Alter! Es ist Dezember und wir machen hier Wheelies bei 15 Grad den Berg rauf. Boah, Boris, Mann. Alter, kennt ihr dieses Video mit diesem kleinen komischen Mini-Auto, was hier in der Kurve umkippt? In der Kurve und rutscht Lauer, wieder gegen Alter. Diese Pöller, ja, no joke. Jetzt richtig Vollgas, bis sie so macht. Mehr. Digga, da kam eine Stichflamme raus. Ja, komm, wir machen mal einen Bike-Switch jetzt. Ich garantiere nicht, dass ich umkippe, ne? Ja, du sollst ja auch nicht garantieren, dass du umkippst. Garantieren, dass ich nicht umkippe. So, Joy. Setzen Sie sich drauf. Von der Seite ist echt, weil hier geht's so ein bisschen runter, vielleicht steigst du von der anderen Seite auf. Ja, guck mal, wie krank. Der Sitz ist einfach bis zu deinem Bauchnabel. Dann viel Spaß mit dem neuen Geschoss. Boah, weil ich habe wirklich Angst, dass ich umkippe, sag ich dir ehrlich. Ja, selbst wenn, es passiert ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Boah, Maurice, viel höher! Na, Quatsch. Doch! Okay, seid ihr bereit für den Feuerball? Let's go! Ja! Nochmal! 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 Komm, nochmal! Okay, ja. Nochmal! Oh, ist das geil! Ah, Scheiße. Aua. Eingeklemmt? Ja. Was ist passiert? No. Voyage. War comment, c'est? Ça, c'est Supermod. Oui, oui. 500? Ah, non. 4, 5. 450. Oui. Digga, er gerade so zu mir. Your son? Echt jetzt? Er hat gefragt, ob ich dein Sohn bin. Ja. Oh, ich hab gerade dein Leben gerettet. Oh mein Gott. Was krieg ich jetzt dafür? Aber warum willst du denn den Neutral reinmachen? Wir wollen ja fahren. Damit ich schieben kann. Hä? Okay. Joy, warum machst du nächstes Mal nicht einfach so? Ja, hast recht. Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Oi, oi, oi. Okay, Joy, jetzt kannst du Wheelie pullen. Boah, wie geil wäre das, wenn dir das jetzt wirklich machen würde. Und dann mache ich so und dann fahre ich so nochmal weiter, als wäre nichts passiert. Jemand. Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Nee. Warum? Mann. Oh Mann, Maurice. Musst du nochmal machen jetzt. Nochmal. Komm, jetzt. Now or never. Oh. Nee, komm. Ja. Let's go. Verdammt nochmal. Seit wann macht der denn Wheelies? Das habe ich ja völlig vergessen, dass er das kann. Was ist mit meinem Vater los? Das sind sie wieder witzig, ne? Das ist das allererste Mal, dass du heute richtig gelacht hast. Junge, dann kommen wir ja vielleicht da vorbei, wo ich den Taschendieb angehalten habe. Kommen wir jetzt, ja. Und da standen wir an der Ampel und da habe ich das gesehen, an der Bushaltestelle. Und dann ist er hier rüber gelaufen. Lass ihn mal. Und dann haben wir das... Ah ja, oh mein Gott! Und da... Ne, da hinten lag mein Bike. Und guck, hier bin ich hoch und ich dachte mir so, wie komme ich hier hoch? Ja! Fett! Ja. Und dann habe ich so ein Wheelie da hoch gemacht. Krass. Alter, aber war fake. Scheiß. Ah, es war fake. Guck mal da, die Polizei auf Roller, hier rechts da. Und der richtige Opfer. Boah, für mich sind so, sorry, aber Fahrradpolizei, sag mal ehrlich, es ist ja jetzt nicht so, dass es cool ist. Bevor ich Fahrradpolizei wäre, schwöre ich dir, würde ich kündigen. Ja, dann sehe ich aus wie ein NPC, wenn ich das mache. Mach mal noch ein paar NPC-Moves.
Joycam ist unfassbar gut, ja, ich weiß nicht warum. Ja. Alter, guck mal, der hat's hier. Der hat eine GoPro. Lass ihn hinterher. Verfolgungsjagd aufnehmen. Schnell, wir müssen die bekommen. Das war eine richtig geisteskranke Aprilia RSV4. Vom Joy, Vollgas. Ja, 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 Digga. Also entweder ist der Aprilia-Fahrer abgebogen oder der ist geistesgestört geballert. Guck mal, da ist Polizei. Ha. Und der wurde rausgezogen. Bitte ab. Junge, ich hab's dir gesagt, der ist geballert wie ein komplett kranker Typ, wurde dann von der Polizei gecatcht. Komm mal ran hier, ihr zwei, lasst das mal zusammen. Ich liebe euch auch. Ich grüße deine Mama. Oh, das war ja voll süß, Alter. So, ich will diesen Moment mal appreciaten, ne? Ich und meine Bros, Bro 1 und Bro 2. Mhm. Ah. So, komm nochmal. Ja, schwierig, hinter dir ist ein Auto. Hä? Was machst du? Das war das Geilste. Maurice hat angehalten und du hast das Auto überholt. Das war ja lustig. Hast du nicht gesehen, dass ich gewartet habe? Nein! Danke. Okay, Jungs, das war das erste Video aus Monaco, aus Südfrankreich. Denkt dran, der Shop hat jetzt für die Weihnachtszeit nochmal geöffnet. Gibt, wie gesagt, einen neuen Hoodie in Pink und in Rot. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video aus Moschmacko.